Leute, es ist soweit. Ich habe schon wieder den geilsten Scheiß für euch, der Gameplay-Trailers rausgekommen. Es gibt neue Informationen auf der EA-Seite mit sämtlichen Erklärungen für die ganzen Legendenklassen-Überarbeitungen. Es ist mega geil erklärt und es wird geil. Und ich habe alle 7 Legenden, die aktuell mit Buffs und Nerfs versorgt wurden. Bloodhounds fühlt sich sogar so ein Stück weit bei der Ulti wie ein Rework an. Ich habe hier Seer, Bloodhound, Pathfinder, Wraith, Horizon, Mirage. Und waren es jetzt alle 7? Scheiß drauf. Wir legen direkt mal los. Es ist nämlich eine ganze Menge. Wir wollen es nicht überziehen. Mirage direkt mit einem Buff. Sobald er einen Teammate revived, er wird hier unsichtbar. Der Teammate wird auch unsichtbar. Das ist nichts Neues. Aber sobald der Revive vorbei ist, bleiben wir für weitere 3 Sekunden unsichtbar. Sowohl Mirage als auch der revivte Teammate. Achtung, solltet ihr in diesen 3 Sekunden eure Waffe ziehen, um euch zu verteidigen, ist die Unsichtbarkeit vorbei und ihr könnt euch nicht noch irgendwo in Sicherheit begeben. Ganz wichtig. Oder ihr werdet zufällig angeschossen, dann ist das auch vorbei. Und die Decoys bekommen einen Buff, und zwar wenn du mit diesem Decoy einen Gegner verarscht und der Gegner schießt den Decoy ab, dann wird der verarschte Gegner kurze Zeit gehighlightet und gespottet. Horizon Nerf sieht ein bisschen anders aus. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Bloom-Effekt, quasi dieser blaue Schein, der ja eigentlich doppelt so breit sein soll, um die Gegner schlechter zu spotten und zu treffen, das wird hier nicht beschrieben, also weiß ich nicht aktuell, ob das tatsächlich auch kommt. Aber dieser Effekt, wenn ihr nach oben schwebt, es geht erstens schneller, bis du oben bist, das ist ein kleiner Buff, aber es ist auch ein Nerf, weil du dich ein bisschen schwieriger bewegst, also es ist auf dem Weg nach oben schwieriger, Gegner zu treffen, weil das alle ein bisschen ruckelig und zappelig passiert. Lifeline-Buff, da ist was dabei, was wir vorher nicht wussten, also erstmal stark erhöhte Dropgeschwindigkeit von ihrer ultimativen Fähigkeit, man denkt, es sind wohl 2,5 mal so schnell und wir können es auch weiter droppen lassen, wir können es quasi markieren und weiter weg hinschmeißen, finde ich auch geil. Und vor allen Dingen der Verlangsamungseffekt, wenn wir ein Teammate hochheben wollen. Wenn du da rangehst, aktivierst du das, dann musst du auf einmal so extrem langsam, kannst extrem leicht abgeschossen werden. Das soll stark reduziert worden sein. Finde ich eine absolut geile Sache. Jetzt kommen wir zu Wraith und ich hoffe, ich finde hier die passenden Worte. Zum einen natürlich die Distanz mit dem Portal wird verdoppelt. Und wir werden deutlich schneller in der Bewegung, sobald wir die Standardreichweite Stand Season 15 und zurück erreicht haben und ab Stand Season 16 die Distanz, die wir jetzt zusätzlich zurücklegen können, quasi ab 51% oder wie ich es nennen soll, keine Ahnung, dort läufst du schneller. War das jetzt deutlich fiktiv? Alte Reichweite 50 Meter und ab dem 51. Meter kriegen wir einen Geschwindigkeitsboost, bis wir das Ende erreicht haben. Schwierig. Pathfinder Buff. Doppelte Reichweite Zipline. Also ich habe letztens auf der Firing Range 300 Meter getestet. Also Standardreichweite 150, das war das weiteste, wie ich es spannen konnte. Also müssten wir maximal 300 Meter erreichen. Das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn wir ein kleines Gefälle drin haben. Und es soll wohl so sein, dass wir 50% schneller drüber sippen können. Seer, jetzt wird es interessant. Die Abklingzeit, quasi die Cooldown, wird deutlich erhöht für die ultimative Fähigkeit und soll wohl auch nicht mehr ganz so lange halten. Wird zumindest geschrieben, in der Übersetzung steht, dass die Dauer der Abklingzeit und der ultimativen Fähigkeit im Allgemeinen erhöht wird. Das heißt ja eigentlich, hält die Ultimative länger. Aber es soll wohl eigentlich beides reduziert erhöht worden sein im, ihr wisst, was ich meine, Herzschlagsensor. Das ist sehr interessant. Wir können den Herzschlagsensor jetzt nicht mehr spammen, weil dann passiert nichts. Ihr kennt das vielleicht bei manchen, wenn ihr dazu guckt, die spammen ständig den Herzschlagsensor, um zu gucken, sehe ich irgendwo was. Das geht jetzt nicht mehr. Der hat eine geringe Aufladezeit, bevor wir irgendeinen Puls spüren, und erhalten Sie den Scan nur auf den Herzschlag. Also dieses Spotten, dieses Pulsieren soll wohl nicht sehr konstant sein. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Die Übersetzung ist sehr, sehr bescheiden. Und auch auf Englisch hörst du das komisch raus, wie das genau gemeint ist. Und die Gegner hören jetzt den Heartbeat-Sensor, wenn sie gespottet werden. Jetzt kommen wir zu Bloodhound, ebenfalls sehr interessant. Die ultimative Fähigkeit lädt jetzt nicht mehr unsere taktische schneller auf. Im Gegenzug wird es jetzt so sein, und hier steht nicht, dass es auf Season 1 Niveau zurückgesetzt wird, sondern wir bekommen jetzt einen weißen Raben in der ultimativen Fähigkeit, den wir hier und da spotten können, und der zeigt uns quasi den Weg des nächsten Gegners und wird auch da in diese Richtung fliegen und führt uns quasi in den nächsten Kampf, wie sie es so schön schreiben. Und jetzt springen wir direkt
auf diese Seite. Hier haben wir nämlich schon mal den neuen Auswahlbildschirm. Alles ein bisschen klarer, um einfach sicherzustellen, dass wir zwischen den 5 einzelnen Charakterklassen unterscheiden können. Assault, Skirmisher, Recon, Support und Control. Weil ihr werdet gleich merken, bei dem ein oder anderen Klassen-Perks ist so ein krasser Unterschied, dass du dir sagst, boah, das ist eigentlich ein schwacher Perk, dann nehme ich doch lieber eine Assault-Legende, um das einfach schneller zu spotten. Das werdet ihr auch gleich feststellen. Wir haben hier auch die neuen Icons. Assault, mehr Munition stapelbar und kann die roten Behälter öffnen. Skirmisher kann Care Package Inhalt sehen, zumindest die Waffe, die drin ist. Dann haben wir den Überwachungssender für feindliche Positionen bei den Recon-Legenden. Die können quasi spotten, wo die nächsten Gegner sind. Controller können den Beacon ebenfalls scannen oder den Mass-Scan sehen, aber nur die nächste Zone. Und die Support-Legenden können die Banner der gefallenen Teammates aufheben. Und es wird gleich noch mega interessant, also nicht wegrennen. Jetzt gehe ich hier ein bisschen ins Detail, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben die angreifenden Legenden. Das sind Bangalore, Ash, Fuse, Mad Maggie und Revenant. Jetzt hier ganz genau im Detail, damit wir hier nichts verpassen. Und ihr seht hier übrigens auch geteasert, Achtung, den goldenen Shotgun Bolt. Der goldene Shotgun Bolt wird hier nicht beschrieben. Hier wird er aber wahrscheinlich versehentlich gezeigt, keine Ahnung. Keine schnellere Nachladezeit, das soll schon mal Fakt sein. Aber während des Slides, wie beim Kinect-Feeder, der ja wieder rausgeflogen ist, lädt die Waffe automatisch nach und irgendwas kann es noch, ich weiß es aber nicht genau und deswegen kann ich euch das jetzt hier nicht genau sagen, weil es eben nicht beschrieben ist. So, wir haben jetzt in diesen Kisten zum einen 4 Aufsätze, intelligente Beute. Kennt ihr aus dem Lifeline Care Package? Das Care Package ist jetzt mittlerweile so intelligent, dass da nicht mehr irgendein Müll drin ist, den wir eigentlich nicht verwenden können. Das heißt, wenn das gesamte Team mindestens ein blaues Buddy hat, ist beim nächsten Care Package ein lila Buddy drin, auch gute Aufsätze und so weiter. Und genauso funktioniert das hier. Diese Teile in dem Extra-Slot ganz unten, die beinhalten Sachen, die du oder deine Teammates brauchen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn alle ein leichtes blaues Mac haben, könnte es sein, dass mindestens lila oder aufwärts drin ist. Und die Seltenheitsstufe ist auch mindestens blau, so wie das hier geschrieben wird. So, dann haben wir ein Beuteslot ist für Optik reserviert, ein Beuteslot, das heißt ganz rechts der Slot, es ist mindestens immer eine Optik mit drin. So, dann haben wir die Chance auf Magazin und Anpassung ist geringer für andere Ausrüstung. Das verstehe ich nicht ganz. Die Chance für ein Magazin und Anpassung sind geringer als für andere Ausrüstung. Ja, es sind ja eigentlich nur Ausrüstungsgegenstände drin, deswegen verstehe ich es nicht. Ein Magazin ist eine Anpassung, ein Visier ist eine Ausrüstung. Ja, ein Schaft ist eine Ausrüstung, irgendwie ist das für mich alles, ja, das ist jetzt nicht ganz klar rauslesbar, finde ich ein bisschen komisch. So, dann haben wir hier, wird es einfach geöffnet, während kein Mitglied deines Teams eine Waffe hat, also alle drei, dann bekommst du, wenn du das Ding öffnest, eine Waffe mit 2 Aufsätzen, finde ich auch sehr, sehr interessant. So, und dann haben wir noch, deswegen finde ich nämlich jetzt schon vorab die Assault-Klasse die interessanteste mit ihren zusätzlichen Sachen, weil es einfach so viel ist und wir bekommen noch extra Slots für Munition. Das ist quasi hier, kriegen wir auf einmal noch einen zusätzlichen Slot. Leichte, schwere und Energiemunition bekommt einen kompletten Stapel mehr. Das müssten 60 sein, wenn ich mich nicht irre. Schrotpatronen und Scharfschützenmunition bekommt einen kleineren zusätzlichen Stack obendrauf. So, jetzt kommen wir zur nächsten. Ihr seht, das Video wird ein bisschen länger. So, jetzt haben wir die neue Skirmisher-Klasse. Dort ist Wraith, Valk, Octane, Horizon, Mirage und Pathfinder drin. Die Vorteile, die können Care Package Inhalte sichten auf eine gewisse Distanz und ihr seht dann halt, das habt ihr auch im Trailer gesehen, falls ihr es gesehen habt, wenn das droppt, seht ihr hier schon so ein Icon, Achtung, alles klar, da ist eine Kraber drin. So, was können die noch? Sie können während des Fallens in der Luft gesichtet werden, sieht auch, wenn das Objekt von einem anderen Team an sich genommen wurde, wird dann grau.
kann Karten oder Weltsymbole an das Team pingen. So, und ihr stellt schon fest, mehr ist es tatsächlich nicht bei der Plänkler-Klasse, bei der Skirmisher-Klasse. Das ist für mich schon ein Grund, warum ich diese Klasse, auch wenn das hier ganz, ganz gute Legenden sind, und das ist wahrscheinlich der Grund, das sind hier Top-Rated-Legenden, also zumindest Wraith, Valkyrie, Octane, Horizon, das sind für mich so Legenden, die werden häufig gepickt. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum diese Perks einfach... Also, sorry, wenn ich es nur sage, aber das ist totaler Müll. Diese Perks sind totaler Müll. Mich interessiert nicht, was in dem Care Package drin ist. Also jedenfalls nicht so wichtig, dass ich sage, ich nehme lieber eine angreifende Legende, wo ich so viele Sachen rausziehen kann, die mir im Kampf einfach deutlich mehr bringen, als zu wissen, oh cool, da ist eine 45 im Care Package. Wen interessiert's? Egal, das ist meine Meinung. Ich bin gespannt auf eure. Schreibt es in die Kommentare weiter im Text. Wir haben die aufklärenden Legenden Bloodhound Kryptos hier und Vantage folgende nützliche Fähigkeit. Ihr kriegt hier einen neuen Beacon, der sieht ein bisschen anders aus. Der hat hier so eine Satellitenantenne und der, wenn ihr den scannt, enthüllt er für 30 Sekunden lang die feindlichen Stellungen. Hier steht aber nicht, und das finde ich ein bisschen schade, kann ich das nur einmal pro Ring, kann ich das nur einmal pro Match scannen, kann ich das scannen, warte auf den nächsten Ring, kann das an derselben Position wieder scannen und so weiter. Das ist leider hier nicht ganz klar. Sieht hier so aus, kennen wir von dem Kryptospot auf Kings Canyon. Weiter im Text, jetzt haben wir noch diese Portlegenden, nee, die Kontrolllegenden, und zwar Caustic, Watson, Rampart und Catalyst mit dem Scanner. Der sieht jetzt anders aus. Können wir die nächste Ringposition ermitteln? Ebenfalls überhaupt mega unspektakulär. Finde ich auch im Vergleich zu den angreifenden Legenden absolut langweilig, weil es halt schon ewig im Spiel ist. Also. Und die Support-Legenden ist natürlich klar. Lifeline, Loba, Gibraltar, Newcastle. So, Verbündetenabzeichen herstellen. Also, wir können den Respawn-Banner vom Teammate craften. Sieht so aus, und wir können den, und jetzt haltet euch fest, das fand ich so utopisch, nur 30 Crafting-Metalle. Ich habe mit locker 75 oder 100 gerechnet, und die 30 gilt für beide Teammates, wenn beide draufgegangen sind. Kostet aber auch 30, wenn es nur einer ist. Und das gilt auch, wenn der Respawn-Banner schon abgelaufen ist. Das heißt, unser Teammate ist grau. In Ranked bedeutet das für mich zwar, wenn du ausgegraut bist, könntest du leaven ohne Penalty. Das wird nicht beschrieben. Aber du könntest ja theoretisch trotzdem wieder geholt werden. Kriegt man also eine Penalty? Ja oder nein? Keine Ahnung. Ich glaube aber trotzdem nicht. Weil es hat dann einen Grund, warum bis dahin vielleicht noch nichts passiert ist. Keine Ahnung. So, aktuelle Kosten, wie gesagt, 30. Kann sich aber noch ändern. So, Abzeichen kann aus der Station genommen werden, sobald Herstellung abgeschlossen ist. Ein Herstellungsabzeichen enthält alle wiederherstellbaren Teammates. Genau, und hier wird auch nochmal der goldene Shotgun-Bolt geteasert. So, und jetzt sagt mir nicht, dass die angreifenden Legenden und die unterstützenden Legenden eigentlich die interessantesten Klassen sind. Auch Aufklärer, einfach um die Gegner zu spotten, ist einfach ultra, ultra stark. Also von daher finde ich zwei Legendenklassen hier eigentlich ziemlich langweilig. Es sei denn, ihre Fähigkeiten von der Legende im Einzelnen sind so krass, dass es eigentlich völlig Latte ist. Team Deathmatch ist mittlerweile auch klar auf 3 Maps vorerst, und das werden auch mehr werden. Da könnt ihr euch sicher sein, 6 gegen 6 Loadouts sind auswählbar. Wir können das Loadout nach einem Tod wechseln, wir können die Legenden wechseln. Best of 3, maximal 3 Runden, 2 Runden zum Gewinnen ist auch klar. 30 Kills um eine Runde zu gewinnen, das heißt pro Made, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob das bedeutet 30 Teamkills oder es reicht, wenn einer, aber es sieht aus wie 30 Teamkills. Oder? Ne, das ist Käse. 2, 4, 6 Roundkills, 3 Roundkills, 2. Keine Ahnung, es macht für mich keinen Sinn, weil hier der Gibi auf der rechten Seite hat schon 10, hier steht Roundkills 2. Mir egal, wir werden sehen. So, Loadout wechselt zwischen den Runden, Abwürfe mit starken, also rote Care Packages droppen in der Mitte der Karte. Und wie gesagt, nach 3 Wochen wird das eine Mixtape, quasi diese Limited Time Modi Playlist, wo sich dann Gunrun drin befindet, Team Deathmatch und Kontrolle. Und die werden sich alle 15 Minuten wechselt. Der Modus und auch die Maps wechseln sich hier durch. Hier seht ihr das. Party Crasher ist mit dabei. Wir haben Skulltown.
Und wir haben Habitat. Das sind die drei Maps. Und wie gesagt, es werden definitiv mehr werden. Da könnt ihr euch sicher sein. Was gibt es noch zu erzählen? Die Nemesis ist am Start. Da hat sich nichts dran geändert. Habe ich alles schon erzählt. Und es gibt noch die Orientierungsspiele. Habe ich drüber gesprochen. Wenn du neu bist, du hast einen neuen Account, dann kannst du eine Runde mit Bots starten. Alleine, zu zweit, zu dritt. Du kannst auch ohne Bots die Runde starten und kannst dich erstmal mit dem Spiel und den Maps vertraut machen. Achtung, soweit ich weiß, können das nur Leute, die eine Mindeststufe erreicht haben. Wenn du irgendwann über diese Stufe drüber bist, kannst du das wohl nicht mehr starten. Wird hier leider nicht beschrieben. Ich habe es auch irgendwo gehört. Wo die Grenze ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es nicht mehr alle testen können. Es wird der ein oder andere Smurf-Account wahrscheinlich jetzt sich auf den Servern dann mehr tummeln. Wenn das nur ausschließlich deswegen ist, gehe ich davon aus, dass die Smurfs im allgemeinen Ranked und so weiter nicht mehr werden, weil du ja ab wahrscheinlich Stufe 10 oder 5, keine Ahnung, sowieso das Orientierungsspiel nicht mehr starten kannst. Also macht es auch keinen Sinn, diesen Smurf weiter fortzuführen, weil du vielleicht Bock hast, irgendwann nochmal so einen Orientierungslauf zu starten. Halt die Luft an, war das eine Menge Scheiß. Ladies and Gentlemen, haut die Kommentare voll, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Und denkt dran, nächste Woche Montag spätestens kommen die gesamten Patch Notes. Das wird wahrscheinlich nochmal ein gesammeltes Werke-Video, wo ich wirklich alles aufdrösel. Also rechnet locker mit 20, 25 Minuten Video. Und ja, ihr wisst Bescheid, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ciao.